Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr bei diesem Video dabei seid. Ihr könnt sehen, die Sonne scheint, man hört die Vögel im Hintergrund, also perfekte Frühlingsbedingungen. Und ja, ich habe mir überlegt, dass ich euch jetzt öfter mal ein paar kleine Basics zur Vogelbeobachtung mit an die Hand geben möchte. Gerade für die Personen, die vielleicht neu dabei sind und sagen, okay, ich kenne mich ein bisschen aus mit der heimischen Vogelwelt, aber noch nicht ganz so gut und würde gerne einfach noch ein paar Bestimmungsmerkmale lernen oder vielleicht ein paar Erfahrungen von anderen hören. Ja, und apropos Erfahrung, wenn ihr ja auch Anfänger seid oder fortgeschritten, schreibt es doch einfach in die Kommentare und teilt vielleicht auch eure Tipps und Tricks, die ihr habt, in den Kommentaren. Dann könnt ihr euch nämlich auch untereinander vernetzen. Und ich finde das immer ganz wichtig, dass man auch ja, sich mit anderen unterhält, auch von anderen lernt. Und das finde ich auch ein sehr, sehr hilfreicher Tipp. Ja, ich habe schon öfter die Frage bekommen, wie ich denn damals angefangen habe mit der Vogelbeobachtung und was Tipps sind, die ich anderen Leuten mit an die Hand geben kann. Und ich kann sagen, dass eine Sache, die natürlich hilft, die Vogelfütterung im Garten ist. Vor allem im Winter. Im Frühling muss man darauf aufpassen, was man füttert, weil adulte Tiere, also Elterntiere, ihre Nachwuchs natürlich auch mit Futterquellen füttern. Und die Jungvögel können viele Sachen noch nicht verdauen, beziehungsweise noch nicht, ja, die Nahrung ist einfach noch nicht für die Jungvögel geeignet. Und deswegen empfiehlt es sich, wenn ihr die Vögel weiterfüttern sollt, dass ihr euch wirklich informiert, welches Futter darf ich nehmen. Also zum Beispiel Haferflocken. Das ist immer eine ganz gute Nahrung, die auch die Jungvögel schon fressen können. Ja, und zurück zum Thema eben, es ist ganz gut, Vögel im Garten zu füttern, weil ihr dann gezielt diese typischen Gartenvögel eigentlich meistens an der Futterstelle habt. Natürlich je nachdem, wo ihr wohnt und je nachdem, wie viel Gartenplatz ihr habt. Also typische Gartenbesucher bei mir sind beispielsweise natürlich Blaumeise und Kohlmeise, dann Grünfinken, Distelfinken, Buchfinken. Ganz selten haben wir auch, ja, seltenere besondere Gäste wie Stare oder Kernbeißer im Garten. Und nach und nach, finde ich, lernt man dann ganz gut, die Vögel auch auseinanderzuhalten. Also, wenn ihr Unterscheidungsmerkmale lernen wollt, natürlich gibt es sehr, sehr viele gute Websites, zum Beispiel vom NABU oder vom LBV, die euch ganz genau die Vogelarten zeigen. Und was ich auch empfehlen kann, sind natürlich Bestimmungsbücher. Also es gibt ganz viele gute Bestimmungsbücher, die euch die wichtigsten Merkmale zeigen. Aber was natürlich auch sowohl für Leute, die Vögel beobachten und Vögel unterscheiden lernen wollen, als auch für die Leute wichtig ist, die Vogelstimmen lernen wollen, ist, dass man einfach rausgeht und beobachtet. Denn ich finde es am einfachsten, wenn ich die Vögel ja vom Flug her etc. gesehen habe und selbst beobachtet habe. Und dann prägen sich manche Merkmale für einen einfach noch besser ein, finde ich. Und was bei mir auch eine Sache ist, ist, dass ich mir oftmals gar nicht wirklich vorstellen kann, wenn ich jetzt in einem Bestimmungsbuch lese, wie groß der Vogel ist, natürlich kann man das abmessen, aber wenn man dann so einen Vergleich hat, zum Beispiel, wenn man hört, ja, Wintergoldhähnchen, Sommergoldhähnchen sind sehr kleine Vögel, also die kleinsten Vögel, die es bei uns in Europa gibt, und wenn man die dann mal gesehen hat und auch versucht hat, sie zu beobachten, ist das natürlich was ganz anderes, und das sind auch immer schöne Momente, an die man sich dann auch eben zurückerinnert. Und man muss schon sagen, dass wir nicht gerade wenige Vogelarten bei uns haben, das heißt, am Anfang ist es ganz schön schwierig, Vogelarten auseinanderzuhalten und danach zu schauen, wie sind die untereinander verwandt. Das sind alles Dinge, die später irgendwann kommen können. Aber hier soll es erstmal darum gehen, dass ich euch immer mal wieder jetzt auch ein paar Arten gezielt vorstellen möchte und wichtige Informationen dazu geben möchte. Und dann könnt ihr ja schauen, wenn ihr nach draußen geht, ob ihr die ein oder andere Art vielleicht wiedererkennt. Manche Arten sind auch gar nicht so leicht auseinanderzuhalten. Also da werde ich euch dann auch ein paar Tipps geben und Tricks, wie ich vielleicht versuche, die Arten auseinanderzuhalten. Aber ich muss selbst dazu sagen, ich bin selbst nicht perfekt. Ich bin selbst noch nicht auf dem Level, auf dem ich irgendwann sein möchte, was die Ornithologie angeht, und bilde mich selbst natürlich auch immer weiter. Und ja, dann würde ich mal sagen, springen wir mal ins Video. Viel Spaß beim Video! Ja, der erste Vogel, den ich euch vorstellen möchte, ist der Erlenzeisige und den seht ihr hier. Und ich hatte tatsächlich das Glück, dass wir diese Woche eine Gruppe von circa 8 Erlenzeisigen im Garten hatten. Ich konnte natürlich nicht alle auf ein Video drauf bekommen, aber die schönsten Momente bekommt ihr hier zu sehen. Also, wie schon eingangs gesehen, können wir Männchen und Weibchen beim Erlenzeisig ganz gut auseinanderhalten, denn die Männchen sind einfach leuchtender gefärbt als die Weibchen. Und die Männchen haben zusätzlich diese leuchtend schwarze Kappe auf dem Kopf und den schwarzen Unterkinnstreifen. Die kleinen Vögel sind das ganze Jahr über bei uns zu beobachten und sind ca. 11 bis 12 cm groß. Also von der Größe her ein bisschen kleiner als die Grünfinken. Und Erlenzeisige könnt ihr sehr oft in Gruppen beobachten. Also ich hatte es letzten Winter beispielsweise auch, dass ich sehr, sehr oft ganz große Gruppen von Erlenzeisigen mit über 40 Individuen beobachten konnte. Und das ist natürlich auch der Wahnsinn, wenn man so einen großen Schwarm dann auch fliegen sieht. Ja, der Erlenzeisig trägt seinen Namen nicht ohne Grund, denn er ernährt sich vor allem von den Samen von Erlen und Birken. Und ihr könnt sie deswegen auch in Erlen und Birken sehr, sehr häufig beobachten.
Erlenzeisig ist einer unserer heimischen Brutvögel. Es ist aber trotzdem so, dass im Winter Populationen aus dem hohen Norden zu uns ziehen, zum Überwintern und dann pünktlich zur Brut wieder zurückziehen. Ja, und dann hören wir uns eben nochmal die Stimme vom Erlenzeisig an, denn auch daran könnt ihr die Vögel sehr, sehr gut erkennen, gerade wenn sie im Schwarm unterwegs sind. Ja, den Distelfink bzw. Stieglitz erkennt ihr sehr gut an der roten Gesichtsmaske. Den Jungtieren, wie ihr es hier seht, fehlt diese Gesichtsmaske aber noch. Die Jungtiere bekommen ihre rote Gesichtsmaske erst im ersten Herbst, nach der Brutzeit, wenn sie mausern, das heißt, wenn sie ihr Gefieder wechseln. Denn auch Federn nutzen sich natürlich ab und diese, wenn sich die Federn quasi wechseln, wenn das Gefieder gewechselt wird, nennt man das eben Mauser. Distelfinken sind sehr gesellige Vögel, die oft in großen Schwärmen zu beobachten sind. Und da kann man sie eben auch an ihrer markanten Stimme erkennen, die ihr auch eingangs gehört habt. Dieser Singvogel mit dem wunderschönen Gesang verdankt seinem Namen natürlich der Kehlfärbung. Und zwar handelt es sich um das Rotkehlchen. Rotkehlchen sind typische Insektenfresser, die ihr oft auf dem Boden beobachten könnt, wie sie nach Insektennahrung suchen. Sie kommen aber auch im Winter an die Futterstelle im Garten. Und dann vor allem, wenn ihr Haferflocken oder Rosinen da habt. Denn das sind wirklich Nahrungsmittel, die Rotkehlchen gut mit ihrem Schnabel aufnehmen können. Ähnlich wie schon beim Distelfinken sind auch die Jungtiere der Rotkehlchen ein bisschen anders gefärbt, wie hier zu sehen. Denen fehlt eben noch die rote Brust und das kommt eben nach und nach dann bei der Mauser dazu. Die Blaumeise verdankt ihren Namen dem typisch blauen Oberkopf. Da dieser kleine Vogel nur etwa so viel wiegt wie eine 20-Cent-Münze, was echt ganz schön wenig ist, kann er sich auch kopfüber an Ästen entlanghangeln. Und das kann man auch sehr, sehr oft beobachten. Bei mir im Garten zählen die Blaumeisen neben den Kohlmeisen mit zu den häufigsten Gartenvögeln. Und die sind natürlich immer wunderschön zu beobachten. Und Blaumeisen sind übrigens monogam, das heißt, das Pärchen bleibt in der Regel sein Leben lang zusammen. Ja, die Blaumeise könnt ihr eben sehr schön an ihrer kleinen blauen Haube erkennen und dass sie eben nicht diesen breiten, schwarzen Bruststreifen wie die hier im Bild zu sehende Kohlmeise hat. Letztes Jahr hatten wir tatsächlich einige junge Blaumeisen im Garten und ich werde euch auch bald mal ein Video hochladen zu den jungen Vögeln, die ich letztes Jahr beobachten konnte. Ganz einfach, weil ich so tolles Videomaterial übrig habe. Ja, der Gesang, den ihr gerade gehört habt, der gehört natürlich zur Amsel. Und für mich ist der Amselgesang einer der klassischen Frühlingsboten. Männchen und Weibchen könnt ihr hier sehr gut auseinanderhalten, denn die Männchen sind schwarz gefärbt und haben eben diesen leuchtend gelben Schnabel. Und das fehlt den Weibchen. Die Weibchen sind, wie ihr hier im Bild sehen könnt, eher bräunlich und schlichter gefärbt. Amseln gehören übrigens wie Singdrossel oder Wacholderdrossel zu den Drosseln. Gerade jetzt im Frühling und zu Beginn der Brutzeit könnt ihr die Männchenamseln oft bei Revierkämpfen beobachten. Das ist natürlich auch ein Spektakel. Wenn man es mal gesehen hat, ist es wirklich, wirklich beeindruckend. Hier seht ihr nochmal eine junge Amsel. Ich finde, Jungvögel kann man immer sehr gut am Schnabel erkennen, weil der Schnabel noch kürzer ist. Und die junge Amsel könnt ihr auch sehr gut an der Gefiederfärbung erkennen. Ja, und der kleine, eher unscheinbare Vogel hier, der drittkleinste Vogel bei uns in Europa, das ist der Zaunkönig, den ihr super an seinen hochgestellten Schwanzfedern erkennen könnt und der aber trotzdem sehr, sehr gut getarnt ist. Also den Zaunkönig zu beobachten ist teilweise echt schwierig, weil der kleine Vogel sich vor allem in Büschen aufhält und in Gestrüpp aufhält und ihn dann wirklich mal zu Gesicht bekommen, ist natürlich auch was Schönes. Ja, obwohl dieser Vogel nur knapp 10 cm groß ist, hat er doch eine sehr laute Stimme und einen sehr prägnanten Gesang, den man leicht erkennen kann.
Und so verrät es sich auch oft. Also es kommt oft vor, dass ich auf Spaziergängen den Zaunkönig gar nicht wirklich sehe, aber ich kann ihn sehr, sehr oft hören. Und das ist natürlich auch was wirklich Schönes, denn der Gesang des Zaunköniges ist ein sehr schöner Gesang. Ja, hört doch in den nächsten kurzen Videosequenzen mal genau hin. Dann könnt ihr den Gesang auch sehr gut hören. Ja, was ich jetzt zum Abschluss des Videos noch dazu sagen möchte, ist, dass ich damals angefangen habe, Vögel zu beobachten, einfach zu der Zeit, als ich mir damals meine erste Kamera gekauft habe. Und das war wirklich keine sehr hochwertige Kamera, die hat damals ca. 260 Euro gekostet, was für eine Kamera noch ein ganz guter Preis ist, gerade dafür, dass ich sie wirklich fast jeden Tag benutzt habe. Und benutzt habe deswegen, weil sie mittlerweile leider kaputt ist. Aber trotzdem, man erkennt natürlich qualitativ große Unterschiede zwischen den Kameras, die ich jetzt habe, und der Kamera am Anfang. Aber mir hat es trotzdem sehr, sehr viel Spaß gemacht. Mir hat es auch geholfen, ja, einfach mal im Vorbeigehen ein paar Schnappschüsse zu machen und ein paar Vögel zu fotografieren und mir dann zu Hause genauer anzuschauen, was ich da eigentlich fotografiert habe. Und natürlich gibt es auch verschiedene Internetplattformen und verschiedene Apps, bei denen ihr per Bildersuche einfach schauen könnt, was genau ihr da fotografiert habt. Also das ist natürlich auch mal praktisch. So, das soll es dann jetzt mit dem Video gewesen sein. Ich hoffe natürlich, dass euch das Video ein bisschen weiterhilft, ein paar der häufigen Vögel zu bestimmen. Und ich werde auf jeden Fall noch weitere Videos in diesem Format hochladen. Und wenn ihr Ideen und Anregungen für Vogelarten habt, lasst es mich gerne wissen. Also, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder.